Hi. Moment, Mucke, Mucke. Mucke. Hi, Leute. Machen wir weiter mit dem Ocarina of Time Randomizer. Wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben beim letzten Mal? Wir sind stehen geblieben beim Feuertempel. Okay. Stimmt, wir hatten ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir haben hier die ganzen Bohnen gepflanzt und die ganzen Käfer in die Löcher gemacht. Und müssen jetzt einfach mal ein paar Dungeons abgehen. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los, machen nicht lange rum. Heute ist auch mal hell, heute streame ich mal ein bisschen früher. Da brauche ich das Licht nicht, hier habe ich Real-Life-Licht. Ich hoffe, ich bin nicht zu hell, aber es sollte eigentlich alles okay sein. Gut, geht denn alles? Sieht alles gut aus? Tracker läuft? Ich lauf. Und das Spiel läuft auch. Gut, Leute, fangen wir mal an. Ach, Moment. Doppelte Geschwindigkeit. Zack. Flink is back. Yes, ja. Gut, wie viele Schlüssel haben wir? Wir haben drei Schlüssel für den Feuertempel. Sprich, wir können hier ein bisschen was machen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen und ob wir das eine oder andere gute Item noch erwischen. Den Hammer haben wir ja auch noch nicht. Moment, die Herzen nehme ich mal mit, bevor ich abfackel irgendwo. So, go away. Drei Keys. Ja, doch, damit sollten wir relativ weit im Dungeon eigentlich kommen. Ups, jetzt habe ich den Absprung verpennt. So. Hallo, lieber Gorone. Wie geht es dir? Kann ich mit dir reden? Oh Gott, mir geht's so gut. Ich will für immer hier bleiben. Na gut, dann mach das. Nope, that was not good. So, erstmal dich runterschieben. Ach, geht es alles so schön schnell. Ich bin immer wieder begeistert, wie schnell und flüssig das Spiel doch gehen kann. Mit doppelter Geschwindigkeit und schnellen Schiebanimationen. So, du mal da runter. Brauchen wir hier auch noch einen Schlüssel? Nee, okay. Hier gibt es einiges, was wir uns holen können. Schauen wir mal, ob wir irgendwas hier holen können. War das hier? Es war tatsächlich hier. Nice. Oh, endlich die Magie. Okay, das ist natürlich sehr nice. Okay, haben wir Dienst Feuerinferno schon? Natürlich nicht. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Dienst Feuerinferno. Das heißt, wir können immer noch nicht in den Schatten... Doch, wir können, nee, können nicht in den Schattentempel. Das geht nicht mit den Feuerfeilen. Wir brauchen Dienst Feuerinferno dafür. Na gut, aber Magie ist schon mal die halbe Miete, damit wir vorankommen. Ich muss jetzt bloß mal gucken, wo wir genau hin müssen. Erstmal den guten Goron befreien. Hallöchen und Tschüsschen. Ja, schön. Oh, yes. I need a rose. Ah, mal ohne Witz, diese verdammten Kack-Dinger hier. Nein, nein. Ich laufe einmal gerade drumherum, um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gab. Weil hier, genau, hier gab es doch noch was. Wusste ich doch, hier gab es noch was. Komm, geh heim. More Skuldies. So, das dürfte es gewesen sein hier. Erstmal. Ey, ohne Scheiß, jeder von den verkackten Steinen trifft mich. Nooos! Nee, den nächsten. Moment, hier geht's lang. War nicht noch ein Weg? Autsch. Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Nee, das verwechsel ich jetzt gerade. Dann gehen wir mal da rein. Ohne Scheiß, jeder von den verkackten Dingern trifft mich. See. Einmal Key, einmal Schießen und einmal Herze für mich. Habe ich eigentlich, Moment, muss mal ganz kurz gucken, habe ich eigentlich
Twitch aktualisiert. Mit Namen und Co. Ich vergesse das gern mal. Ich glaube, ich habe es nämlich nicht gemacht. Da müsste noch der letzte, vom letzten Mal das drinstehen. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber das kann man ja trotzdem mal abchecken. Moment. Haben wir gleich. Oh wow, da steht Diva Battle. Nee, wir machen gerade kein Diva Battle. Fast richtig, aber auch nur fast. Wir spielen nämlich Ocarina of Time. Moment. Das löschen wir mal. Ocarina. Of. Er findet es nicht. Ich muss Zelda eingeben. Zelda, OK. Finde auch nicht. Zelda, scroll, scroll, scroll. Hier, Ocarina of Time. Wir sind deutsch. Brauchen noch einen Namen für den Stream. Heiter weiter mit Flink im Randomizer. Geil. Ausrufezeichen. Nee, ohne Ausrufezeichen. Fertig. Cool. Jetzt haben wir auch das aktualisiert. Dann macht das auch mehr Sinn, dass wir hier Ocarina of Time spielen und nicht Project Diver. So, jetzt mal ganz kurz abcheggy-waggy. Gehen wir zuerst hin. Ich würde sagen, es macht mehr Sinn, erstmal da rechts lang zu gehen. Weil da dürfte doch nur eine Truhe sein, oder? Ah ja, klar. Oh yesa. Rubies. Rupees. So, ich muss hier mal ein bisschen low machen, sonst falle ich hier runter. Das wäre uncool. Gut. Du, du, du. Ah, Wind Waker könnte man auch mal wieder spielen, ne? War auch so ein cooles Spiel. Okay, Moment, hier war noch ein Corona. Yay! Ich sagte yay! Link? Flink! Geil. Erstmal die Truhe. Oh, okay. Okay, das ist natürlich nice. Jetzt kriegen wir so fast gar keinen Schaden mehr, würde ich sagen. Weil ich habe standardmäßig im Randomizer auch eingeschaltet, damit schon die Hälfte nur ist an Schaden. Weil mir geht es im Randomizer jetzt nicht darum, dass ich hier jetzt top spielen muss und nicht sterben und sterben soll. Deswegen habe ich mal den Schaden auf halb gemacht, damit es hier ein bisschen mehr float. Und jetzt, glaube ich, mit der Hälfte müsste es dann bei einem Viertel sein. Also nur noch der Viertel vom Schaden ist doch schon mal eine nice Sache. Wir müssen da rüber. Ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, wir gehen erstmal. Wir müssen ja erstmal den Schalter aktivieren. Go away, please, 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 please. Danke, Sön. Ey, das klappt doch wunderbar. So, wenn du mich jetzt runterschmeißt, soll was los. Super. Corona! Plums. Er ist einfach runtergelaufen. Und er fällt dann einfach direkt runter. Weil hier ist einfach ein Abgrund. Er läuft und dann... Beine gebrochen. Tot. Okay. Die goldenen Handschuhen. Brauchen wir? Was braucht man die? Brauchen wir eigentlich so gut wie nie. Die brauchen wir in Wüstentempel. Also im Geistertempel. Bei Ganons Schloss und das war's. Ich glaube, sonst braucht man die im Spiel einfach halt nicht, ne? Wo muss ich denn hin? Von hier kam ich? Ne, hier muss ich hin, genau. Yay. Daneben so. Daneben durch die Lava. Straight durch. Oh fuck, ich habe keine Schlüssel mehr, fällt mir gerade auf. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Haben wir schon alles gemacht, was hier zu machen geht?
Ich glaube ja. Okay, das war's dann, denke ich schon hier. Dann müssen wir wieder raus. Was sagen die Schlüssel denn beim anderen Tempel? Wassertempel können wir noch nicht rein. Waldtempel haben wir keine Schlüssel. Schattentempel kommen wir noch nicht rein. Also in den Brunnen können wir nochmal gehen. Oder in den Geistertempel. Hat man eigentlich direkt Epona, wenn man... Ne, Moment, wir machen uns zum Friedhof. Hat man direkt Epona, wenn man Eponas Lied bekommt? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Weil wenn wir Epona uns direkt jetzt holen könnten, weil das Race habe ich quasi geskippt. Ich weiß jetzt nur nicht, damit, ob man als Kind bei Marlon gewesen sein muss. Marlon? Irgendwie so hieß die. Ich weiß nicht, ob man da gewesen sein muss als Kind. Wir probieren es mal aus und gucken mal, ob Epona da ist. Tatsache! Okay, das ist cool. Sprich, wir können den Geist uns holen und können auch mal bei den Gerudos vorbeischauen. Das habe ich total ausgeklammert, weil ich nicht wusste, ob wir Epona direkt haben, sobald wir Eponas Lied haben. Aber das ist doch schon mal nice. Moment, bevor ich es vergesse, das müssten wir uns eigentlich auch holen können jetzt. Mit den Feuerpfeilen müsste das eigentlich funktionieren, oder? Moment, das habe ich schon. Wo war denn das, wohinter einer Spinnenwebe was war? War doch auch irgendwo hier, oder? Oder verpenne ich jetzt hier irgendwas wieder? Weiß es gerade nicht. Wir holen uns erstmal den Geist, würde ich sagen. Ah! Jetzt hätte ich ihn getroffen. Beim letzten Schuss hätte ich ihn gehabt. Okay, again. Ja, er trollt mich. Ich bleibe aber bei meiner doppelten Geschwindigkeit. Nee, so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich krieg dich noch. Mann, ich will jetzt nicht runterschalten auf normale Geschwindigkeit. Nee. Ich mach das jetzt hier. Wenn ich keine Pfeile mehr habe. Ich habe echt gleich keine Pfeile mehr. Scheiße. Muss ich einknicken? Muss ich runterschalten? Es bleibt spannend. Mann, man kann hier auch nicht... Mann, da mache ich es halt runter. Mann. Jetzt habe ich meine ganze verkackten Pfeile verschossen hier. I hate this. Oh Mann. Das war selten dämlich. Aber richtig selten dämlich war das. Sei ruhig, Navi. Sei einfach ruhig. Hast du ein paar Pfeile für mich hier? Du hast keine Pfeile. Kann es sein, dass du einfach nichts hast für mich? Okay, das ist Cash. Ich kann nicht mal Pfeile kaufen, weil Nacht ist. Moment, sind hier nicht irgendwo ein paar Büsche, die ich wegmachen kann? Hier, guck mal hier. Gib mir mal Pfeile, bitte. Dankeschön. Okay, wieder 20 Versuche. Wupp. Ich
Ich habe zum Glück die Geister auf 1 gesetzt. Also wir brauchen bloß einen Geist. Wo zur Hölle bist du? Epona, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Epona? Was? Wo? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Komm mal verarscht vor von dem Pferd. Jetzt verarscht mich das Pferd schon. Was ist da los? Sag mal. Ah, Spiel. Please, don't. Be like that. Please, don't be like that. Da ist es. Da bist du. So, komm, ich halte eine Runde auf normale Geschwindigkeit. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich, du dummes Ding. Hey, war ja gar nicht so schwer. Sang's. Ach, es ist alles schön. It's all good. It's all good, man. So, das sind ja eigentlich immer 20 Rubis. Hier sind tatsächlich immer 20 Rubis. Die kann man sich ja ab und zu mal mitnehmen hier. Moment, ich muss erstmal den Geist ausrüsten. Here, take this. Oh yeah, komm, was für den Spirit Dungeon. Für den Spritty Dungeon. Zu dem wir auch, denke ich, jetzt erstmal gehen. Oder sollen wir erstmal in die Wüste gehen? Also zu den Gerudos. Wir können jetzt zu den Gerudos. Bei dem Hideout gibt man auch nochmal 3. Moment, habe ich den Pass schon? Ne, ich habe den Pass noch gar nicht. Dann kommen wir gar nicht rein, glaube ich. Aber wir können trotzdem hingehen und können mal die Sparkos befreien. Ja, wir haben 3 Schlüssel für den Hideout. Wir brauchen 4 Schlüssel für den Hideout, ne? Ja, können wir schon mal 3 befreien. Und in den Gerudo Trainingsground kommen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Spirit Dungeon und gucken mal, ob wir hier noch was holen können. Moment, als Kind war doch auch da noch eine. Genau. Soll ich als Kind da hingehen oder als Erwachsene? Das ist jetzt die große Frage. Wir können halt bei beiden was machen. Wir gehen mal als Kind zum Geistertempel und gucken mal, was da so noch ist. Ist, glaube ich, nicht mehr viel, aber wir können auf jeden Fall noch was machen. Gut, wie war das Lied nochmal? Nee, das war falsch. Oh Mann, immer diese. So much songs, I don't know. Hier, A, Runde A, rechts, Runde A. Ich vergesse es jedes Mal. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles gemacht. Wir haben alle Items geholt. Wir waren bei der Fee. Wir müssen alle Feen noch abgeben. Wir haben aber immer noch nicht Zeldas Wiegenlied. Sheesh. So, hier können wir nämlich noch lang gehen. Go away. Er sieht mich nicht. War hier nicht auch noch so ein... Genau. Ganz ruhig. Boah, ich habe nur noch einen Stock. Muss ich euch schon wieder mit Bomben platt machen, ja? Das war nicht so geplant, aber war cool. Geht das überhaupt mit Bomben? Ja, geht mit Bomben.
Das war keine Bombe, Link. Nice. Nice. Ist hier noch eine? Waren nur zwei, oder? Aber war hier nicht noch eine Truhe hier irgendwo? Und hier war noch die Skulti. Genau, dich vergesse ich nicht. Dich vergesse ich nicht. Vor Rubies. Du hast, glaube ich, auch eine Truhe für mich, ne? Wenn ich dich aktiviere. Genau, so war das nämlich. Aber hier ist noch eine Truhe, ne? Da ist doch noch eine Truhe. Okay, irrelevanter Quatsch. Was können wir hier machen? Wir können den da runterschieben, das können wir eigentlich schon mal machen. Da unten war sonst, glaube ich, nichts, ne? Ich kann das natürlich nicht anzünden, da ich kein Dienstfeuer-Inferno habe. Und hier ist, glaube ich, nirgendwo... Obwohl, doch, da oben ist Feuer. Ob das klappt? Probieren wir es mal aus. Sollte eigentlich klappen. Letzter Stock! Geil. Schnell wieder einstecken, Link. Nice. Moos Guldis. Ab und zu mal speichern. Wir wissen ja, was sonst passieren kann. Hier war Bla River noch eine Abkürzung. Die brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Das ist alles als Erwachsener. Erwachsener. Irgendwo war doch hier eine Skulti hier oben. Muss mal gucken, wo das genau war. Oh nee, nicht der Raum. Vor allem habe ich nur noch einen verdammten Stock. Das kann schief gehen. Hier haben wir die Bomben. Nein, nicht springen, Link. Schieben. Wie war denn das? Wenn alle Fackeln leuchten, gibt's nur was. Wenn ich alle Teile hier einsammle, dann geht die Fackel, glaube ich, vorne an. Genau, so war das, ne? Und dann muss ich alle Fackeln anmachen und dann kommt noch eine Truhe. Oh, wow. More Bombs, Blitz. Wo ist der letzte? Hier ist der letzte. Nö. Jo. Jetzt haben wir eine verdammte Chance. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich lang muss. Ich mach den an, dann mache ich den an. Dann. Moment, ich mache erstmal dich weg, bevor du mal auf den Sack gehst. Dann mache ich dich. Ah, da hinten ist auch noch eine. Okay, wie machen wir das am besten? Dich. Autsch. Und dich. Oder machen wir andersrum? Dich. Ist doch alles scheiße. Hast du das Gefühl, ich verkacke das voll? Wir machen mal auf normale Geschwindigkeit. Das war kein Stock, das war eine Bombe. Let's go! Uno. Ja. Duo. Komm, Link, ran! Nice. Pack das Ding weg. Okay, wir schlagen uns echt gut mit einem Stock hier durch. Wo sind die gespawnt? Da hinten, glaube ich, ne? Ja. Moos Guldis. Noch drei Skuldis, sondern hier ist die, genau, dich. Dich habe ich da vorhin gemeint. Kam schon vor, dass ich dich verpennt habe. Aber einmal und dann nie wieder. Habt ihr schon einen Blick? Für eine Karte für Breath of the Wild. Für BOTW. Okay, scheiße, wir brauchen hier noch einen Schlüssel. This is not good, my friend. This is very not good.
Okay, dann müssen wir hier leider raus und gehen nochmal in den Brunnen. Ja, wir sind ja zum Glück Kind gerade. Das Lied habe ich mittlerweile drauf. Immerhin etwas. Okay, ab in den Brunnen. Da können wir noch eine Sache vielleicht uns holen, weil wir haben ja immer noch nicht das Wiegenlied. Das heißt, da können wir auch noch nicht viel machen. Aber ich glaube, ein, zwei Sachen müssten wir noch holen können im Schlüssel. Gucken wir mal.